Ja, nächster, aber es ist ein kleiner Bottenschka. Ja. Ja. Jetzt da, erster halt noch weißen noch Bottenschka. Bottenschka in an der Triesting. Hört mal da, Ticketkontrolle. Ticketkontrolle, die Schweißen machen die Oberstdorf, habe ich nur selten gehabt. Das ist so praktisch, wenn du das gerade herzeigst, dass das sich alles auf Video ist. Ja, alles schön digital. Auch für mich, wenn ich filme, da war es lästig. Thank you.
Also die Tristik ist halt sicher ein ganz friedliches Bachal wie die Gößen und die Trasen. Die Tristik ist halt sicher genauso ein friedliches Bachal wie die Gößen und die Trasen. Ja, aber heute, damals. In 20 Minuten ungefähr sind wir in Leobersdorf. Ja. Um 3:10 ungefähr. Wir haben 10.14 Uhr vor der Zug, dann wieder Zug nach Weißenburg. In die Oberstdorf hat eine halbe Stunde Aufenthalt die ganze Zeit. Ja. Und die Sonne geht so schön. Die Tüte. Was ist? Bist du unten geschlossen? Ja, ich. Mir ist beides recht. Mir ist egal. Bei so einem schönen wieder Computer spielen ist schon irgendwie. Wenn es die nicht gefreut, freut es mich irgendwie alle daher. Wenn es die gefreut, dann bin ich motiviert. Ja. Opfer, das an Bötnisch geht es 2 Minuten 37. Ja, der Schienenhofkai ist erst im November. Also St. Pölten bis Labenbachmühle. Ja, also eine Runde. Also bis morgen nach Labenbachmühle fahren. Ah ja. Ja, ich will mal seit dem Berndorf steht. Wo? Ja, anders mal können wir da den Arsch gehen. Ja, ah, der Bahnhof, so ein großes Gebäude, aber nur ein Gleis und ein Bahnsteig. Ja, ja, aber da ist kein komisches Gitter. Und direkt da unten ist die Tristeng. Ja, der Tristing da ist auch am Weg. Да, я вам помогаю, забыли, я здесь не знаю.
Die andere Fabrik. Da ist kein Waggon. Ja, Zug nach Weißenbach. Aber es lädt gleich so leer. Also, da gar keine Holzwaggons. Und der Zug nach Weißenbach und die Oberstdorf kreuzen sich da in Berndorf Fabrik. Was ist? Ich krieg nicht so lang, dass ich da Züge kreuzen müssen. Manche Fenster klemmen, manche Hirn leicht. Mach mal schon her. Schwupp, schwupp. Ja, manche gingen leicht, manche sind streng. Manche sind irgendwie verklemmt. Hast du es gesehen? Das kann ich locker im Sitzen. Das schon, ja. Kann ich locker im Sitzen machen. Ja, es, manche Fenster sind extrem verzwickt irgendwie. Aber das wo ist jetzt geht leicht. Sankt Veit an der Triesting. Thank you.
Und da hängt voll der Lewe im Triestingtal. Hirtenberg. Und da liegt auf ein komplett zugewachsenes Gleis im Gestrüpp. Enzelfeld. Und da ist ein Bahnübergang mit vier Gleisen. Ja. Я не могу.
Und jetzt haben wir schon Wittmund auf der. Was ist? Auf einer Weltneuen. Ja. Da haben wir alle paar Minuten heute eigentlich. Regionalzüge bleiben da schon immer, die Westbahn fährt so viel so schnell durch. So hast du es da ja auch. Schau, kaum Wittmanns auf der Ente, das fällt dann schon Wittmanns da. Ja. Ja. Wittmannsdorf. In ein paar Minuten, weniger Minuten haben wir schon Leopersdorf, Mama. Wittmannsdorf ist ein großer Bahnhof, den es fällt auch mit viel Gleise. Und übrigens, Wittmannsdorf hat einen zugänglichen Warteraum. Ich geh erst in Leopersdorf auf. Wir sind ja eh bald auch nicht so, kein so hektisch. Und wenn du bald da umschaust, siehst du dann die Südbahn. Schon wenn du bald da umschaust, siehst du dann die Einmündung in die Südbahn. Ja. Ah, schau, dass bei dich der Nebelsuppen hängt. Und das Gleis an der Umschau zeigt dann bald die Südbahn, wo es dann in die Südbahn einmündet. Bis so weniger als eine halbe Stunde ist von Weißenklobersdorf. Ja, gut, nehmen wir ein Stück.
Schau, Mama, da drüben. Da, wenn du umschaust. So, da ist die Zielbahn da drüben. Wir machen fast einen Fortrichtungswechsel, wenn wir in Zukunft in der Neustadt gestiegen sind. Да.